Und jetzt werden wir umgelegt. Hä? Ja. Juhu! Die sind nämlich Stufe 45. Vorsicht! Wir machen 139 Schaden. Lauf! Zeit zu sterben! Lauf! Lauf! Ja. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, kann man sie auch nicht wirklich töten. Ja. So, jetzt. Sind wir gleich tot? Mit euch. Tot. Aber kein Problem. Vorsicht! Absolut kein Problem. Denn ich werde jetzt laden. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Und aus diesem Grund brauchen wir die Banksiegel, weil... Das ist ein Stern. Und die müssen wir dann hier einsetzen. Ich muss ehrlich gestehen, ich kann mich nicht erinnern, sie jemals alle gefunden zu haben. Und die Items da drin waren auch nicht so toll, aber da sind... Ist was ganz Geckiges drin in diesen beiden Truhen. Die einen so kleinen Kreis haben. Also ich weiß, wo eine ist, aber ich weiß nicht, wo beide sind. Weiß nicht, wo beide. Wo alle vier sind. Ja, und jetzt kümmern wir uns mal darum, dass hier wirklich alles offen ist, weil das gibt mehr XP. Wir hätten auch nur einen Weg nehmen können und sofort zum Dryadenhain stiefeln, aber wie gesagt, man will ja schon ein bisschen was ansammeln. Es ist nicht schwierig, hier auf Level 50 zu kommen, also das Maximallevel, aber je schneller wir das hinbekommen, desto besser. Ich kämpfe erstmal mit Uzaka. Die Regeln sind wie folgt. Wir kämpfen, jedes Mittel ist erlaubt. Die Lektion dauert so lange, bis ich den Kampf unterbreche. Ihr wisst, dass ich ein Runenkrieger bin? Ja. Und deswegen werde ich keine Gnade zeigen. Ganz gleich, wie oft ihr wiederkehrt. Lasst uns anfangen. Bereit? Ja, lasst uns beginnen. Und jetzt müssen wir einfach nur auf ihn draufkloppen. Verteidigt euch! Sag mal, warum treffen wir den nicht? Mal endlich. Ja, Vorsicht! Und links, und rechts, und links, und rechts, und links. Also Uzakan wird sich erst ergeben, sobald sein Leben im roten Bereich ist, aber das kriegen wir eigentlich immer ganz gut hin. Kämpft! Also diese Nebenquest ist sehr simpel. Genau, das Anfängertraining kann auf Stufe 32 beginnen, auf Stufe 36 wird es übersprungen. Es heißt, sobald wir eine bestimmte Stufe erreichen, wird es schwieriger, ich weiß gar nicht mehr inwiefern. Ich glaube, Uzakan macht mehr Schaden, theoretisch jedenfalls, und hält mehr aus. Zeit zu sterben. Also wir verursachen am weniger, aber nagelt mich jetzt nicht fest, ich weiß es nicht. Aber kämpft. Erst auf dem Meisterlevel ist es so, dass man sich vielleicht mehr heilen muss. Wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, das war eigentlich relativ simpel. Zeit zu sterben. Also das ist so eine der einfachsten Möglichkeiten, XP zu bekommen. Vorsicht! Mit minimalem Risiko. Weil ihr seht, wir machen ihn gut down und er kann uns nicht weiter runterhauen als so. Mit euch. Gut für heute. Ja, dann hör auf zu hauen, du Trottel! Zeit so. Zu sterben! Uzakan! Das soll erst einmal genug sein. Nicht übel für den Anfang. Ihr müsst mehr auf eure Flanke achten und eure Angriffe besser abstimmen. Übt noch etwas. Dann können wir eine zweite Lektion beginnen. Danke, Uzakan. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, wir können es schaffen, Level 33 noch hier auf dieser Karte zu erreichen. Mal schauen. Kein Kampf heute. Verdammt schade. Vielleicht doch. Ich bin hier, um als Champion eures Bruders anzutreten.
Hat er wieder jemanden geschwatzt? Glaubt mir, es will keiner für ihn kämpfen. Er kann nämlich nicht bezahlen. Hört ihr nicht, was ich sage? Er hat kein Gold, kein Stück. Ihr werdet nicht mal einen Kupfer bekommen. Das lasst nur meine Sorge sein. Ich soll seinen Schuldschein mitbringen, nachdem ich eure Kämpfer geschlagen habe. Also gut, gut, gut. Wir werden ja sehen. Wie sieht es aus? Wollt ihr kämpfen? Na, Löwen. Ja, ich trete an. Gut. Stellt euch in die Mitte des Sterns auf dem Arenaplatz. Dann werde ich den Kampf beginnen lassen. Wenn ihr wirklich siegt, dann könnt ihr euch bei mir den Schuldschein abholen. Aber ich denke, ihr werdet gleich in eurem Blut da niederliegen. Naja, wollen wir mal sehen. Wir haben jetzt... Ich will kurz mal was schauen. Wir haben jetzt 104, 10 und 65. Ob wir nicht vielleicht Geld dafür bekommen, indem wir einfach nur die Kerle besiegen. Oh nein, Kitar. Heiler. Was hat der? Ach, der heilt sich einfach. Ja. Die haben nämlich nicht wirklich Animation fürs Zaubern, merke ich. Die bekommen zwar ihre Runenkreise da unten, aber das war's auch. Auch kein schwerer Kampf. Aber ich glaube, da kommen noch mehr. Aber wir machen gut Schaden. Kämpft! Zeit zu sterben. War doch sehr einfach. Die Ahnen mögen euch verfluchen. Das waren meine besten Kämpfer. Tja, waren. Nicht gut genug. Jetzt gebt mir den Schuldschein. Bei den tanzenden Sandteufeln. Dann nehmt ihn. Dankeschön. Nun ist euer Bruder wohl endlich frei von euch. Lebt wohl. Ich finde es aber auch ziemlich krass, was das hier für Familienverhältnisse sein müssen. Der erpresst seinen Bruder, mehr oder minder. Übel, übel. Sprach der Übel. Ja, ne? Moment. Haben wir... Wir haben Rotwein, ne? Ah, wir brauchen Branntwein, das war's. Aber reden wir erstmal mit Boron, damit er die anderen da auseinander nimmt. Wobei... Erstmal soll uns hier Jaroth das Tor aufmachen. Dann braucht Boron nicht so lange, bis er hier oben ist. Und ja. Also ich will in dieser Aufnahme mindestens noch den... Nun, wie steht es in der Arena? So sprecht schon. Ich habe als euer Champion gesiegt. Hier ist euer Schuldschein. Gute Arbeit, Runenkrieger. Nun huscht nur rasch durch das Tor, nicht dass mein Sergeant uns bei dem Handel hier erspäht. Öffnet das Tor! Die sind alle korrupt wie sonst was. Brauchen das nicht mal zwei? Wo ist denn hier? Hey, wo ist der andere? Das waren nochmal zwei Wochen. Ja, wir doch, wir schaffen das locker. Uns fehlt ja noch nicht mehr ein halber Balken. Ja, in dieser Aufnahme will ich es noch schaffen, zum Dingskirchen zu kommen. Mit denen habe ich noch nicht geredet. Stimmt, das können wir gerade noch machen, bevor wir uns weiter dem widmen. Ich habe schon wieder den Faden verloren. Ich bin verwirrt. Ja, ich will auf jeden Fall den Dryadenhain in dieser Aufnahme erreichen. Entschuldigung. Und dann vielleicht sogar noch einiges da im Dryadenhain mitreißen. Mal schauen. Kaufmann Wiesel. Was gafft ihr denn so? Nun, ich dachte, ihr hättet etwas zu verkaufen. Das hätte ich vielleicht. Hätte nicht dieser verdammte Zanzibar mein Geschäft verdorben. Ihr meint den Händler dort drüben?
Ja, genau der! Kauft bei dem nichts! Ich beschwöre euch, er ist ein Lügner und ein Dieb! Aha. Aber bei dir kann ich nichts kaufen. Sag mal, Zanzabauer. Stimmt das? Ihr kommt von diesem Wiesel. Traut dem Kerl nicht, ich sage es euch. Der hat euch bestimmt Lügen erzählt. Wiesel sagt... Wir können sie ja versuchen, wieder zu versöhnen. Nur Gutes über euch. Wirklich? Nein, nein, ihr habt ihn bestimmt falsch verstanden. Das wäre ja die Wahrheit. Und die Wahrheit spricht diese Schlange nicht. Er ist eben ein falscher Hund. Wusstet ihr, dass er seine eigene Mutter verkauft hat, um ein Geschäft zu gründen? Ah, ihr schon wieder. Zanzabar sagt... Was hat diese Made zu sagen? Nur Gutes über euch. Wirklich? Der will mich nur einlullen, weil er wieder irgendeine Teufelei vorhat. Dem ist nicht zu trauen. Wusstet ihr, dass er früher Sklavenhändler war? Da staunt ihr, was? Ha? Wisst ihr, eigentlich bin ich ja schuld. Woran? Ach, ich Narr, habe unser gemeinsames Geschäft auf dem Gewissen. Ich bin auf einen Schwindler reingefallen und habe alle unser Geld verloren. Jetzt sind wir beide arm wie die Wasserträger. Und er hat zu guter Letzt noch unser Lager abgebrannt. Jetzt können wir Borgos Schutzgeld nicht mehr bezahlen. Dieser Borgo aus der Unterstadt, wisst ihr, ein übler Schläger. Bald wird er kommen und uns noch unser letztes Geld nehmen, dann ist es aus mit uns. Oh nein. Was ist dieser Borgo für ein Kerl? Ein Schutzgeldeintreiber. Wer nicht monatlich zahlt, bekommt erst den Knüppel und dann das Messer zu spüren. Schnipp! Versteht ihr? Die Kehle aufgeschlitzt. Das macht doch nicht Schnipp. Ihr seid doch ein Runenkrieger. Ihr könnt euch mit Kämpfen aus. Am besten, ihr schüchtert ihn auch mal tüchtig ein. Oder noch besser, ihr schafft ihn ganz aus der Welt. Der Kerl ist eine echte Plage. Ich weiß nicht, ob ich ihn umbringen sollte, guter Freund. Oder ihr fragt einmal einen vom Fach, wie man solche Leute los wird. Wie wäre es mit diesem McWinter? Ich glaube, der hat mal für ihn gearbeitet. Flink jetzt für Borgo oder Borgo für McWinter? Ja. Ah. Zack, schon haben wir's. Endlich. Worauf tun wir denn was? Ha. Ey. Wenn es irgendwie irgendwas gibt, womit man so Skillungen rückgängig machen kann, das wäre sehr praktisch. Also wenn ihr da was wisst, dann sagt's mir bitte. Wir brauchen ein bisschen mehr Mana, wie üblich. Das erhöht sich so langsam. Ne? Moment, was hätten wir denn davon, auf 8 zu gehen? Das brauchen wir jetzt in der nächsten Kasse noch nicht. Aura des Zorns. Dafür müssen wir segnen. Ne, das brauchen wir als in der nächsten Karte noch nicht. Und in der nächsten Karte kommen wir kommen wir dann nicht drauf? Doch, eigentlich schon. Vor allem, wenn ihr dann noch hier so ein bisschen für die Nebenquests was macht. Ja, doch, da gibt's eine Möglichkeit, wie wir es locker hinbekommen können. Okay, wir gehen auf Kriegskunst. Erhöhe ich das, oder? Ich gehe mir bloß auf Stich und Klingenwaffen. Was heißt hier bloß? Schon können wir hier was Besseres ausrüsten. Und unser Satz ist halt nach wie vor langsam, aber sicher outdated. Ja, okay, dann rennen wir mal zu Hoppla. Wir rennen hier irgendwo ins Ungewisse, zu Flink. Dann rennen wir beim Weinhändler vorbei, dann rennen wir bei
Wie heißt er noch? Boron? Ja, beim Boron vorbei. Und dann folgen wir Boron. Wie er hier die Wache ablenkt. Dann machen wir das Tor auf. Dann machen wir hier rüber. Machen das mit dem Wein. Und dann kriegen wir sicher auch das auf. Und dann könnten wir eigentlich versuchen. Wir können die jetzt zu Tode knüppeln. Dann rennen wir hier hoch. Hier ist nämlich noch eine Truhe. Direkt vor den Augen von diesem Kaiser. Das wäre ja... Hätte ja was. Und warum hat die blaues Fragezeichen? Ausrufezeichen. Reden wir mal kurz mit ihr. Vielleicht gibt die noch eine Quest. Nun los, der Palast wartet auf euch. Es wird euch schon was einfallen, um an den Wachen vorbeizukommen. Hm, komisch. Flink. Na hoppla, was wollt ihr denn wieder hier? Mich jetzt endgültig in den Ruin treiben oder mich noch ein bisschen an den Haaren umherschleifen? Klingt nicht schlecht. Ich könnte vielleicht euren Rat gebrauchen. Einen Rat? Na, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich muss mit einem Schutzgeldeintreiber fertig werden. Aha. Wisst ihr, Leute, die andere Leute mit Drohungen um ihr Geld erleichtern, sind meistens zu einfältig, um es ordentlich zu stehlen. Dummerweise sind sie meistens auch recht stark. Deshalb haben wir in Carmanon, meiner bescheidenen Heimat, einen ganz besonderen Trick, was solche Leute angeht. Was ihr braucht, ist eine Koboldmünze oder Fluchmünze. Dieses magische Geldstück verflucht denjenigen, der es mit Gier an sich nimmt. Also, so ziemlich jeden. Außer euch vielleicht. Der Fluch ist solcher Art geschaffen, dass jeder, solange er üble Gedanken hat, zu seinem Gegenteil verkehrt wird. Starke werden schwach, schnelle werden langsam. Und wo finde ich eine solche Münze? Kobolde sind selten. Aber wenn ihr mich fragt, dann sucht im Westteil der Stadt der Seelen. Ist zwar gruselig da, aber diese Fremden haben alle möglichen Wesen aus unserer Welt gesammelt. Vielleicht ist auch ein Kobold dabei. Bringt mir die Fluchmünze, wenn ihr eine gefunden habt. Dann werden wir für euren Geldeintreiber ein hübsches Geschenk daraus machen. Ja, wir haben jetzt halt diese beiden Möglichkeiten. Wir suchen uns jetzt eine Fluchmünze. Und können uns erst dann um Borgo kümmern oder wir kloppen ihn tot. Ich finde die Lösung mit der Fluchmünze eigentlich wesentlich netter, weil er ist jetzt kein starker Gegner, wenn ich mich recht erinnere, aber er ist halt zäh und es dauert dann so lang und da kann man wesentlich Besseres machen. Außerdem ist es lustiger, finde ich. Vor allem gibt es, glaube ich, auch mehr XP. Und ich meine, er hat auch nichts gedroppt. Huch. Wir wollen Branntwein. Hier. Zu Boron. Ja, hier können wir absolut nicht durch. Deswegen rede ich auch nicht mit dem. Das wird erst später freigeschaltet. Wo ist er denn? Wo sind die? Ach, da. Ach, Sarah, was mache ich nur falsch? Eure Frau betrügt euch. Und ich weiß auch mit wem. Bei meiner Treu, heraus damit, wer ist der Schuft? Ich zerfetze ihn mit bloßen Händen! Es ist eine der Wachen am Osttor des Palastes. Sein Name ist Naras. Naras? Deswegen lungert er immer bei unserem Haus herum? Und nun scherzt er mit seinen Kameraden über euch. Dieser Hunsfott legt Hand an meine Sarah! Ich bringe ihn um! Ich bringe ihn um! Ich finde es sehr interessant, dass das irgendwie in solchen Geschichten wie Konsequenzen für die betrügende Frau hat, sondern immer bloß für den
Kerl, mit dem sie betrogen hat. Ja gut, man kann keine Frau verprügeln, das stimmt. Aber trotzdem. Naja.